Servus zusammen, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22. Wir sind wieder auf der Neumini-Brunnen, die Alpenmap, unser Alpenprojekt. Und da gibt es jede Menge zu tun, auch heute wieder. Ich bin mit unserem neuen John Deere unterwegs und da unten sehe ich gerade den Valtra, der mit Kalk nochmal hochfährt auf unser Feld, das wir gerade geerntet haben, nämlich mit Gras, das Grasfeld, das wir geerntet haben. Und das wird gerade gegrubbert, denn da wollten wir ja auf jeden Fall Mais ausbringen. Und ich denke eben auch zum Häckseln. Wir hatten ja vor, ein Feld Futtermais für unsere Schweine und ein Feld werden wir natürlich hier häckseln. Das gehört natürlich auch dazu und das wollen wir jetzt ausbringen. Das Feld wird also soweit vorbereitet. Da muss noch ein bisschen Kalk drauf, damit wir auch einen ordentlichen Ertrag bekommen. Und der Kollege Fendt ist oben unterwegs mit dem Grubber und bereitet hier das Feld soweit vor für die Aussaat. Und ich hole mit dem John Deere. Und wir haben hier auf dem John Deere ja das Schneidwerk von unserem Glas. Das Discos oder wie das heißt, ich weiß es jetzt gar nicht. Direct Disc, so heißt es. Das bringen wir jetzt erstmal zum Hof. Und dann schauen wir mal, dass wir da ein Plätzchen finden. Ich bin gerade überlegen, wo können wir denn das hinparken? Wo können wir das parken erstmal vorübergehend? Ist ja ein kleiner Drehschemel und ihr wisst ja, wir tun uns immer ein kleines bisschen schwer mit dem Drehschemel. Okay, ich denke, wir können das erstmal in die Halle, können wir es nicht, da steht schon was. Ja, hier ist auch ein wenig blöd, glaube ich. Dann kommt man nicht mehr zur Tür rein. Ja, stellen wir es erstmal dahin. Stellen wir es erst einmal hier hin. Genau, da sollte es doch auch hinpassen und da geht's nicht verschütt. Okay, wir holen jetzt hier mit dem Johnny die Saatmaschine, die wir uns auch gekauft haben erst vor kurzem. Eine Direktsaatmaschine, nee Quatsch, das ist keine Direktsaat, es ist eine Einzelkorn-Saatmaschine von Horsch, die Pronto. Augenblick, 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 er wird es mir gleich sagen, wenn ich dran fahre. Die Maestro, die Pronto steht nebendran, so war das. Und die hat ordentliche Arbeitsbreite und die werden wir hier noch ein bisschen auffüllen mit Saatgut. Da haben wir ja Zuckerrüben auch gemacht dieses Jahr, beziehungsweise für diese Saison wird es Zuckerrüben geben, denn unsere Zuckerfabrik muss ja auch arbeiten und Erträge abwerfen und wir werden ja Hafer auch ansehen. So, dele. Denn auf der Molkerei, da können wir auf jeden Fall dieses Jahr mal Hafermilch machen. Das fand ich auch interessant. So, jetzt da hinten noch ein Deckel offen gewesen. Dann fahren wir mal hoch zu unserem wunderschönen großen Feld. Das ist, glaube ich, mit das größte hier auf der Karte. Und somit ideal für eine Häckselaktion dann im Herbst. Zumal wir jetzt auch zwei Häcksler haben. Den kleinen für zwischendurch und den großen für die große Arbeit. Da werden wir uns dann nochmal Gedanken machen über die Schneidwerke, die wir da brauchen und mit welchen wir arbeiten. Vielleicht nehmen wir den kleinen Häcksler zukünftig eben, um Gras zu häckseln. Ich habe das in der letzten Folge schon gesagt. Wir haben ja mit dem Jaguar zwar Gras bearbeitet, aber eigentlich nicht gehäckselt, sondern nur geerntet, in Anführungszeichen geschnitten. Und übergeladen in den Anhänger. Und zukünftig werden wir es dann so machen, dass wir uns vielleicht noch einen Big M holen. Dann sparen wir uns natürlich die Schwart. Dann kann das Ding richtig schön über die Piste fegen und legt die Schwart auch gleich. Und dann werden wir natürlich mit dem Häckselwerk, mit dem entsprechenden Vorbau, mit dem entsprechenden Schneidwerk arbeiten. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir bleiben mal hier stehen und ich sehe schon, da oben steht tatsächlich unser Valtra, er hat es geschafft, mit einem halbvollen Kalkanhänger hier hochzukommen. Denn ich glaube, er war ein kleines bisschen untermotorisiert, aber das klappt schon. So, dele. Oh ja, wir müssen los. Wir müssen los. Der Fendt da vorne arbeitet auch flott, flott, flott. Da müssen wir noch ein kleines bisschen hier kalken. Eigentlich nicht viel, aber wir machen es trotzdem. Wenn wir schon machen, machen wir es richtig. Dann machen wir es vollständig. Es sind nur noch anderthalb Bahnen. Wir klappen hinten aus.
Und das ist jetzt Folge 111. Schnapszahl hier auf der Neumini-Brunn auf unserem Alpenprojekt. 111 Folgen Landwirtschaftssimulator auf der Map vom Top Ace hier Neumini-Brunn. So, das passt gerade. Er wendet zwei Bahnen, dann ist er auch hier drin. Und wir können, glaube ich, ohne Probleme hier schon mal anfangen mit dem John Deere 7250R, den wir ja auch günstig gebraucht gekauft haben und sozusagen eingetauscht gegen den großen Valtra. So, nicht vergessen, umschalten auf Mais. Und dann bekommt er jetzt mal seinen ersten richtigen Auftrag hier. So, passt das. Ich denke, das passt das. Und wir lassen den Helfer mal hier marschieren. Sehr schön. Ah, und da ist natürlich null Dünger drauf. Okay. Hätten wir vielleicht hier mal ein bisschen Gülle vorher ausbringen können. Das wäre auch eine Option gewesen. Naja, auf den nächsten Feldern. Denn wir haben hier nebendran noch ein Feld mit Saatbett vorbereitet. Da sollen dann noch Sonnenblumen drauf. Obwohl man natürlich auch mit dem Gerät Raps, glaube ich, aussehen könnte, gell? Lass mich mal kurz schauen. Die Einzelkorn, die macht Mais, Sonnenblumen, Soja, nicht Raps. Soja. Soja. Haben wir schon irgendwo Soja drauf? Aber ist überhaupt die Zeit für Soja? Ja, Soja könnte gehen. Ich bin jetzt gerade im Überlegen. Haben wir denn schon Soja? Ah ja, die 6. Auf der 6er und auf der 4 haben wir Soja. Also Soja brauchen wir nicht mehr. Wir machen Sonnenblumen, damit wir Sonnenblumenöl machen können. Und Raps haben wir, glaube ich, auch. Ja, nee, die 24 gehört uns nicht. Die 13. Da schauen wir mal. Die 8, da machen wir auf jeden Fall noch Futtermais drauf. Ansonsten sind jetzt eigentlich alle Felder angesät. Die 25 Sonnenblumen und im Zweifel, wenn wir noch was brauchen, machen wir noch mal was. Oh, ich sehe gerade auf der 22, wo wir ja Pappeln aussäen. Da ist, glaube ich, das Gerät gerade leer. Da müssen wir also doch noch ein bisschen was nachkaufen. Aber ich will erst mal sehen, ob er hier sauber arbeitet. Ach du Schande, ich sehe gerade, dass da vorne irgendwas schief läuft. Ah, ja, der hat die falsche Bahn genommen. Okay. Der hat die falsche Bahn genommen und blockiert den Fendt. Dann machen wir das erstmal hier von Hand. Sudele. Da müssen wir dann doch selber drauf gucken. Der ist in die falsche Bahn reingefahren. So, jetzt haben wir wieder drei Maschinchen hier. Drei Maschinen flott. Und ich habe mal gedacht, wir machen hier mehr so kleine Maschinen, mittlere Maschinen, mal so in aller Ruhe. Aber mittlerweile haben wir hier tatsächlich auch Xerions unterwegs. Große Jaguars. Und das heißt, wir haben hier richtig Action hier auf der Map. Wir haben ja jetzt auch mittlerweile, ich denke, fast 70% der Felder. So viele gibt es gar nicht mehr zu kaufen. Und Ziel des Projekts soll es ja eben sein, dass wir am Schluss wirklich alle Felder bewirtschaften und eben auch alle Produktionen. Und die nächste Produktion, die ja sozusagen im Fokus steht, ist unser Biomasse-Heizkraftwerk. Ich glaube, so heißt es richtig. Und dann müssen wir auf jeden Fall auch noch in die Richtung Schneiderei, glaube ich. Ich glaube, die Schneiderei fehlt uns auch noch. Im Industriegebiet und am Abschluss oder zum Abschluss gibt es noch die Müsli-Fabrik. Die steht auch noch sozusagen bei uns auf der Wunschliste und dann hätten wir es auch fast hier auf dieser wunderschönen Map. Dann hätten wir tatsächlich in diesem Projekt alles, was man hier so machen kann. Ich schicke den Helfer wieder los. So, das funktioniert einigermaßen. Wenn man eben keinen Verkehr eingeschaltet hat und wir müssen von rechts kommen, weil sonst wendet er. Wenn ich jetzt hier links mache, dann würde er wenden. So, wir machen also diesen hier und diesen und dann sollte er den losschicken. Dann sollte das auch klappen. Sehr schön. Und wir schauen mal zu ihm hier. Ja, der ist leer. Den müssen wir gleich auffüllen. Aber vorher nochmal ganz kurz den Blick da drüben. So, wo sind sie denn? Ja, das klappt soweit. Und der andere hier. Oh ja, wir haben so viele Maschinen mittlerweile. Sehr schön. Aber wir sehen schon 81. Der ist jetzt zwei Bahnen gefahren und schon 20% fast an Dünger draußen. Ja, da geht richtig Material raus, weil wir eben nicht vorgedüngt haben.
Okay, wir schauen mal ganz kurz hier in Precision. Wie sind denn da jetzt die Werte? Okay, was fehlt uns da? Unkrautbekämpfung ist klar. Ne, da hatten wir Gras drauf, da ist noch nichts passiert. Hier. Und, oh ja, das neue Feld hier, das zieht uns natürlich wieder ein kleines bisschen runter mit 41. Aber das wird sich auch bald ändern. Da haben wir ja auch ein bisschen gekalkt. Und gedüngt muss dann noch werden. Da müssen wir noch düngen. Dann haben wir hier die 19 noch neu gekauft und haben wir noch gar nicht bearbeitet. Da hat unser Vorgänger das Getreide draufgepackt. Ich glaube Weizen. Und das haben wir zusätzlich gekauft. So, und die anderen Felder sehen eigentlich relativ gut aus. Und wir werden mit Sicherheit bald hier wieder in den Schnitt gehen müssen. Ja, natürlich die 1 und natürlich unsere wunderschöne hier die Alpen, die Alpenwiese, die wir hier oben haben. Da ist es auch wieder fällig, dass wir mit dem Mähwerk rüber müssen. Ja, schauen wir mal, ob wir uns vielleicht dann doch jetzt schon ein Big M gönnen. Wir werden sehen. Also, wunderbar, er packt das. Sollte eigentlich auch für den John Deere hier kein Problem sein. PS-mäßig ist er, glaube ich, gut ausgestattet. Aber hier natürlich immer an den Berg hängen und beziehungsweise mit diesen Steigungen. Ja, da muss man dann auch gucken, wie es dann eben mit dem PS aussieht. Okay, wir düsen rüber. Ja, wo ist er denn? Hier ist er. Motor läuft. Den werden wir wieder auffüllen müssen. So, ich bin ja fast am Überlegen, lohnt sich das eigentlich? Naja, dann fahren wir mal runter zum Händler. Da müssen wir nämlich so eine Palette kaufen und die gibt es entweder, ich sage mal, in klein oder in groß. Aber es kostet eigentlich auch nicht die Welt. So, Bio. Heizkraftwerk. Biomasse. Heizkraftwerk. Jo. Ja, was man eventuell, oder was ich sage mal, was nicht auf dem Zettel steht, ist eigentlich die BGA. Wir haben eine Hof-BGA und die arbeitet auch ordentlich. Hier die große BGA zu kaufen, ich glaube, das wird sich nicht mehr lohnen hier auf der Map. Denke ich nicht, aber wie gesagt, wir haben noch ausstehen. Ja, und ob wir hier dann auch nochmal in die Forstwirtschaft gehen und hier die Schreinerei noch machen, da bin ich auch noch am Zweifeln, das weiß ich noch nicht. Das hängt so ein bisschen auch von euch ab, wenn ihr das wirklich sehen wollt, wenn ihr da wirklich Interesse dran habt. Ja, dann könnte man da vielleicht dann noch einsteigen. Aber auf jeden Fall, die Schneiderei wird gekauft. Und die Müsli-Fabrik, da bin ich irgendwie auch ganz heiß drauf. Wobei die ja sehr, sehr viele, ja, Zutaten braucht. Und das müssen wir dann nochmal checken. Da bin ich jetzt gar nicht auf dem Laufenden, was man da eigentlich alles benötigt. So, wir sind beim Händler. Die Schranken gehen auf. Und wir schauen mal, was wir hier kaufen. So, Dele. Okay. Müssen wir mal schauen. Paletten. So, Pappeln. Ja, das ist das, was ich gekauft habe. 280 Euro, 2000 Stück. Ansonsten hier diese Setzlinge. Quatsch, das ist ja für Bäume. Nee, nee, wir nehmen die Pappeln hier. Zack, und kaufen. Sehr schön. Die werden wir jetzt natürlich nicht alle gebrauchen, aber wir haben die Saatmaschine ja auch nur gemietet. Und deswegen und all derweil und sowieso spielt es eigentlich keine Rolle bei 280 Euro. Da gucken wir jetzt nicht so genau aufs Geld. Das sollte eigentlich bei dem Kontostand, den wir haben, kein Problem sein. So, dann wieder hoch auf den Berg. Einen ausgedehnten Fuhrpark haben wir ja mittlerweile, also jede Menge Gerätschaften. Und da werden wir uns dann auch mal Ende des Jahres, wenn wieder die großen, großen Summen hier auf unser Konto einfließen, werden wir uns auch nochmal Gedanken machen, ob wir das Ganze irgendwie, ja, ich will es mal so sagen, harmonisieren. Mal schauen, ob wir hier in eine spezielle Richtung gehen, was die Hersteller angehen oder ob wir uns einfach weiter, ich sage mal, das holen, was eben gerade am Markt günstig zu bekommen ist. Aber große finanzielle Sorgen müssen wir uns eigentlich nicht mehr machen. Der Rubel rollt, der Laden läuft sozusagen. Und was hier auch noch offen ist, ist ja da drüben tatsächlich dieses kleine Weinberg.
diese Reben, aber ob wir uns das antun wollen, ich weiß es nicht. Auch das dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr wirklich Interesse habt, dass wir hier noch ein bisschen Trauben, weil das ist natürlich auch noch da, stimmt, eine Produktion für Trauben. Und jetzt bin ich natürlich hier falsch abgebogen. Wir wollen ja aufs andere Feld, wo die Pappeln sind. Aber dann können wir gleich mal einen Blick drauf werfen, ob das soweit passt. So, der Lizard hier, der Anhänger, der hat noch Schnittgut drin, Gras. Den müssen wir auch noch wegbringen. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Oh, hier ist aber ganz schön. So, da müssen wir ein bisschen langsam machen. Und ich bin dann wirklich gespannt. Also ich meine, auch die Ernte und so wird jetzt nicht allzu zügig laufen. Und das ist jetzt schon viel, viel Pappeln, glaube ich. Also das Feld ist schon großzügig für die Pappeln. So, dann fahren wir hier vorne wieder rein. Und dann lassen wir hier den Helfer wieder arbeiten. Ja, dann schauen wir mal, dass wir hier genau wieder in die Spur kommen. Ich glaube, das passt soweit. Oh, interessant. Er macht es versetzt. Okay. Er macht das versetzt. Naja, okay, sei es drum. Lassen wir ihn noch ein bisschen arbeiten. So, was machen die anderen Kollegen? Naja, kommt zügig vorwärts. Und er bleibt auch im Vorsprung sozusagen. Ja, wir müssen schon schauen, dass er vorne bleibt. So, was macht der John Deere? Ah ja, okay, 69%. Okay. Ja, da müssten wir doch hinkommen auf dem Feld. Dann müsste das doch am Schluss passen. So, noch schnell einen Screenshot gemacht für unser Thumbnail. Sehr schön. Ja, dann sind wir ja jetzt im April auch fast durch mit allem, was wir so brauchen. Dann haben wir so ziemlich alle Früchte und dann können wir auf jeden Fall noch in den Schnitt gehen. Augenblick. Ah, unser Waltra. Dann werden wir den auch noch schnell aufräumen hier zum Ende der Folge. Der neue Mini-Brunnen. Ja, der Kollege hat jetzt auch schon fast 47 Arbeitsstunden drauf. Das ist relativ viel. Und zeigt auch, dass er praktisch von der ersten Stunde mit dabei ist. Hat ja schon einiges gewerkelt. So, dann stellen wir dann hier mal hier rein. Neben dem Ladewagen. Huch. Nee, stopp. So müssen wir einschlagen. Und unsere Schweinchen sind quietschfidel, so wie es aussieht. Auch kein Wunder. Die haben wir ja auch ordentlich gefüttert. So, und jetzt bleiben wir doch ein bisschen hängen. Jetzt kommen wir rein. Sehr schön. Ja, ist doch alles, wenn man mit zwei Fahrzeugen, mit zwei Hängern hier rein muss, dann doch ein bisschen eng. Aber das geht schon. Hervorragend. Hervorragend. Sehr schön. Ja, der fährt schon wieder runter und wieder hoch. Ja, da sind genügend Pappeln dabei. Da bin ich dann wirklich mal gespannt. Jetzt ist April und ich bin mal gespannt, wann die erntereif sind, wann wir die Pappeln ernten können. Und ob wir die dann häckseln oder zu Ballen pressen, da schauen wir noch. Das werden wir kurzfristig entscheiden. Aber ich glaube, Tendenz sollte sein, das Ganze zu Hackschnitzel zu verarbeiten. Und das wird mit Sicherheit auch eine interessante und spannende Geschichte. Hervorragend. So, was machen die anderen zwei? Er macht die letzte Bahn und ich merke schon, er will wieder weiß Gott wohin, deswegen übernehme ich das. Die letzte Bahn fahren wir selber. Wie immer das Thema hier auf der Map mit den Bäumen.
Das irritiert den Helfer doch ganz schön hier auf der Placey. Aber soweit kein Problem, das kriegen wir gewuppt. Ist genau noch eine Arbeitsbreite hier auf dem Gruber. Okay. 20 Minuten wieder die Folge. Wir sind wieder mal am Ende angekommen hier auf der Neu-Mini-Brunnen. Folge 111, Schnapszahl erreicht. Und wir bringen jetzt hier unseren Mais aus, den wir dann im Herbst häckseln wollen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Und sage Tschüss, Ciao, Cheerio. Bis zum nächsten Mal wieder hier bei mir auf dem Kanal.